Es ist ihre erste Ausstellung, aber wirklich nervös wirkt Naemi Todieras nicht. Die Mutter von einem Bub wird im Juni zum zweiten Mal Mutter und findet trotz Arztkarriere und Kindern Zeit, um zu singen und vor allem zu malen. Ich habe schon sehr bald angefangen, so mit 8 Jahren, und hat mir einfach immer Freude gemacht. Also wenn wir in der Schule was gemalt haben, dann hat mich das irgendwie inspiriert dazu, auch daheim weiterzumalen. Ich habe dann immer, also bin auch von meinen Eltern in die Richtung gefördert worden, habe relativ bald bei so kleinen Wettbewerben für Kinder teilgenommen und habe am Anfang eher Aquarell gemalt und bin dann aber jetzt eigentlich in der Ölmalerei hängen geblieben und habe dazwischen sehr viel probiert oder probiere auch immer noch sehr viel anderes. Und ja, jetzt in Ölmalerei, beziehungsweise so ein bisschen eine Mischtechnik mit Collagen im Hintergrund. Und im Vordergrund irgendwie ein Subjekt aus Öl. Ihre Bilder zeigen sich zärtlich berührende Hände, ein innig küssendes Liebespaar, aber auch die Landschaften der Toskana und des Meeres. Zum Teil durch andere Künstler, wenn mir etwas gefällt, wie die irgendwie etwas umsetzen. Die Natur selbst, natürlich für die Landschaften. Und sonst, gerade jetzt bei den neueren Bildern, Begegnungen von Menschen, Emotionen. Und Situationen, die mich berühren und wo ich gern auch andere berühren würde dadurch. Der Besucher muss schon ganz genau hinschauen, damit er auch die kleinen versteckten Collagen entdecken will, auf die Naemi ihre Bilder malt. Es sind Zeitungsausschnitte, die je nach Bild einen anderen Text zeigen. An einem Bild malt sie circa 1 bis 2 Monate. Im Hintergrund mit einer Collage aus Zeitungsartikeln und Bildern, die zum Teil farblich zu dem passen, was ich drüber malen möchte. Also ich weiß schon vorher, was ungefähr da drauf kommen soll. Und dann fange ich halt an, das zu skizzieren. Habe auch immer eine Vorlage, oder meistens, an der ich mich ein bisschen orientiere. Ja, und dann kommt halt mit Öl, Spachteltechnik, Öl auf Leinwand, irgendein Subjekt obendrauf. Und zum Teil scheinen die Zeitungsartikel bzw. die Bilder noch durch, wenn sie mir besonders gefallen, oder ich habe das Gefühl, es passt gut dazu. Auch die Besucher der Vernissage zeigten sich begeistert von den Malereien und einige Gemälde waren bereits kurz nach der Eröffnung verkauft. Bis zum 6. Juni können Kunstfans noch die Bilder bewundern. Was mich persönlich fasziniert, ist die Tiefe der Gedanken, die in den Bildern steckt. Naemi Todieras beschäftigt sich gedanklich viel. Sie malt auch nur das, darum ist es auch die erste Ausstellung in einer größeren Galerie. Sie malt die inneren Dinge, die sie erlebt, die sie stark selber verarbeitet und dann eben zu Bild bringt. Das fasziniert mich am meisten. Ab Juni wird Naemi eine kleine Pause von der Malerei nehmen und in Karenz gehen. Aber wir freuen uns schon auf weitere Bilder und die nächste Ausstellung.